Moin YouTube. Was geht ab? Meine waschbärartige Dreifaltigkeit meldet sich zu Wort. Bin gerade auf dem Weg zu Penny. Selbst heute im Angebot, weil ich haben will. Und Training gibt es dann erst halt abends. Ich laufe gerade voll die putzige Straße lang, die ich noch gar nicht kenne. Aber erstmal zu Penny. So, ich war erfolgreich. Was das ist, seht ihr gleich. Oh, Bro, ich bin so müde. Ich hatte jetzt wieder meine 4 Nachtschichten. Hab jetzt 6,5 Stunden gepennt. Bin noch dezent im Sack. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich nochmal hinlegen und dann heute Abend erst ins Training hüpfen. Ich habe jetzt auch die Woche ein bisschen mehr gearbeitet, weil ich einspringen musste. Ich bin also ein bisschen durch. Ja, ansonsten lief Training bis jetzt recht stabil. Also die zweite Einheit, ne, Tag 2, ist meist immer so, weil das halt so zwischen den Arbeitstagen ist, dass ich da zwar schon leistungsfähig bin, aber es fühlt sich halt alles sackenschwer an. Ja, ist aber, ich hoffe, man hört was, ich habe ja kein Mikro. Ist aber halt auch normal, ne? Tag 1 war tatsächlich richtig gut. Wie gesagt, Beuge nach wie vor schmerzfrei, alles supi. Der Plan geht auf. Das heißt, ab nächster Woche können wir wieder mit Dribbles arbeiten. Ich habe jetzt auch am Montag schon wieder eine Assistenz mit reingenommen. Wie gesagt, keine Front Foot Elevated Split Squats mehr, sondern jetzt wirklich die Safety Squat Bar Squats. Auf 10er Reps, auch mit 40 Kilo am Anfang erstmal, aber auch schmerzfrei. Kein Problem. Also ich denke, das Ding ist durch. Ich denke, da wird nichts mehr kommen. Und Bank war an dem Tag auch super easy. Also wirklich richtig leicht. Ich bin mal gespannt, wie es heute Morgen ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch mal vorher geschlafen habe, dann sollte das auch fit gehen, dass das eine gute Einheit wird. Und Leute, wie warm ist das bitte? Ich renne jetzt hier mittlerweile im T-Shirt rum. Das sind 16, 17 Grad. Das ist ja schon wieder kurze Hose und Tanktop-Wetter. Das Gute ist, in der Straße hier fahren wenig Autos. Da kann man auch mal ein bisschen sabbeln und man hört mich wenigstens. Ich habe gerade übrigens so eine Feststellung gemacht. Ich wohne ja hier in so einem Gebiet, wo sehr viel Industrie drumherum ist. Also sehr viele Hallen, Kfz-Werkstätten und so was alles. Und ich werde mal jetzt in Zukunft die Augen und Ohren offen halten, ob hier nicht vielleicht eine kleine Räumlichkeit für mich frei wird, wo ich mein Homegym reinbauen kann. Ich brauche ja nicht so viel Platz, ich brauche bloß einen kleinen Raum. Im Idealfall mit einer Toilette drin, wäre nicht schlecht. Oder wenn es halt nah an der Wohnung ist, dann wäre das Klo auch egal. Weil dann bist du ja schnell in der Wohnung sozusagen. Im Winter mit Heizen müsste man dann halt gucken, ob man dann halt notfalls sich wärmer anzieht. Den Pascal Su-Modus ausspielt mit Schal und allem drauf dran. Oder ob man sich, weiß ich nicht, so eine Elektro- oder Ölheizung oder irgend so einen Bums holt.
Sollen wir mal sehen. Aber ich werde mal die Augen hier aufhalten, ob ich hier vielleicht wirklich nicht günstig eine kleine Halle für mich finde. Das wäre echt eine nice Sache. Zumal ich in der Zukunft auch noch so ein paar geile Ideen habe, die ich eventuell, wenn alles klappt, auch umsetze. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist. Über noch nicht erlegte Eier spricht man nicht oder so. Aber ich habe schon ein paar coole Ideen. Und das wäre halt auch so ein bisschen so ein Anfang dafür, denke ich mir. Think it's a game. I came up from nothing, you can't tell me. Yeah, did it on my own, check out my neck, check out my wrist. Yeah. I swear I ain't never expected it to be like this now. So, ich bin wieder zu Hause. Was haben wir denn da gekauft? Also ihr wisst ja, bald ist Weihnachten, ne? Tada! Ein Peanuts Adventskalender mit Söckchen. Ja, Mann. Alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich ein totaler Peanuts-Fan bin. Und ja, deshalb habe ich mir den gegönnt. Leute, es ist so warm draußen, aber wirklich so warm. Die Sonne kam noch raus, ich bin komplett durchgeschwitzt. Yep. Gut, ich werde mich jetzt erstmal waschen, essen, schlafen und wir sehen uns später im Gym. So Leute, es ist wieder zappenduster. Ich fahre ins Gym. Ich habe jetzt, glaube, 3 Stunden geschlafen, aber wie ein Stein. Fühle mich jetzt aber noch ein bisschen matschiger als vorher. Ist aber meist normal, wenn du dich am Tag nochmal hinlegst, mein Gott. Egal, wir gehen jetzt ins Gym. Münsterchen mit Regeln. Auf geht's. Every day we lit, yeah. Every day we lit, yeah. Every day we lit, yeah. Every day we lit. That vodka run, put it on my arm. Just counted the 50 with my mom. The ball done, all my car came from. My chain glowing, I ain't going, man. Look where we came from. All your bangles got my name on it. She want me to put my name on it. I got the hottest 16, one of the best you ever seen. But she like it when I sang on it. I came up from nothing. You can't tell me, yeah. Did it on my own, check out my neck, check out my wrist, yeah. I swear I ain't never expected it to be like this. Now I'm getting rich. I swear every day we lit, yeah. Man. Every day we lit, yeah. You can't tell me, yeah. Remember I was broke, now I'm getting rich, yeah. Yeah, when you diamond colder than a boot, then you know you lit. When you quit, you take a, then you know you lit. Every day we lit, yeah. Every day we lit, oh yeah. Every day we lit, oh yeah. Wait to get that new drop, put that on my block. Yeah. I just copped a new beam, put that on my Glock. Yeah. I done stepped my game up, got my change up. I swear on my, I won't never change up. Rollie all on my wrist, yeah. Rollie all on my boot. Yeah. I ain't going back, bro. Never. Now when you get rich, yeah. I did it all on my own. Then nobody gave me a loan. Now my diamonds on frost. Yeah. I came up from nothing. You can't tell me, no. Yeah. Did it on my own, check out my neck, check out my wrist, yeah. I swear I ain't never expected it to be like this. Now I'm getting rich, I swear every day we lit, yeah. Man. Every day we lit, yeah. You can't tell me, yeah. Remember I was broke, yeah. Now I'm getting rich, yeah. Yeah, when you diamond colder than a boot, then you know you lit. When you quit, you take a, then you know you lit. Every day we lit, yeah. Every day we lit, oh yeah. So Leute, ich bin wieder zurück aus dem Training. Ist jetzt mittlerweile schon 2:30, also ich sollte nicht so rumschreien.
sitze jetzt hier extra in der Küche, weil ich glaube, da hat man eine Stunde unter mir oder neben mir. Also Training war, fing erstmal ein bisschen scheiße an, ehrlich gesagt, weil ich war ja vorhin schon so krass müde und dann habe ich ja nochmal 3 Stunden ungefähr gepennt. Dadurch war ich irgendwie noch mehr im Säckchen, also in einem anderen, wie soll man sagen, Müdigkeitszustand. Ich habe doch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr, dann eigentlich ins Training zu fahren, aber ich habe es natürlich gemacht. Das Training fing etwas schleppend an, ehrlich gesagt, wurde aber hinten raus dann doch besser. Ja. Also die Bank war auch wieder ein bisschen schwerer, so wie jetzt auch schon Mitte der Woche, als ich Einheit 2 gemacht habe. Eigentlich wollte ich 57,5 auf den Dribble drücken zu einer Aria 2,0. Aber ich habe schon beim Aufwärmen gemerkt, das ist doch alles recht schwer und habe mir gedacht, okay, belasse es mal einfach bei 55 erstmal. Nächste Woche ist Ballerwoche, da können wir dann auch ein paar mehr Kilos raufpacken, weil wir dann ja auch großteils eine Aria 1,5 überall haben. Und ich glaube Aria 1,5 und 1,0. Und dann können wir da ein bisschen mehr raufpacken. Und ich hoffe, dass ich dann wieder ein bisschen fitter bin. Aktuell hänge ich ein bisschen durch. Das Problem ist nämlich auch, ich habe die Woche auch meine Tage bekommen. Und da ist dann sowieso die Leistungsfähigkeit auch nochmal geringer bei uns Frauen. Und was auch der Fall ist, die Körpertemperatur ist höher. Also zumindest bei mir. Und im Gym war es so warm. Digga. Es waren 30 Grad da drin für mich. Es war so heiß, es war so ekelhaft. Das hat mich auch echt richtig rausgebracht, diese Hitze, ja. Weil safe die Heizung wieder an war. Naja, what else? Während der Beuge wurde es dann besser. Während der Beuge habe ich aber ordentlich gemerkt, wie viel Wasser ich gezogen habe. Ich merke das immer daran, dass der Gürtel wirklich richtig eng ist. Ja? Ich verstelle den ja nicht, aber wenn ich jetzt meine Tage habe, ist der wesentlich enger, als wie wenn ich sie nicht habe. Wenn ich sie nicht habe, ist er sogar noch Luft. Und das hat echt ganz schön doll auf den Bauch gedrückt. Das war echt ein bisschen unangenehm. Aber nach wie vor Beuge, kein Schmerz, alles supi, extrem tief der Bums. Ja. Am Anfang hatte ich das mit engerem Stand bei den Flats, dass ich nicht so tief gekommen bin. Und mittlerweile komme ich da richtig tief. Also es ist echt heftig, was sich da getan hat. Ja, und bei den Assistenzen, ich habe ja letzte Woche die Übung für die Arme weggelassen, also Bizeps, Trizeps, wegen meinem Tennisarm hier rechts, habe ich das weggelassen. Weil ich da auch schon durch Staubsaugen auf der Arbeit halt den Schmerz ganz schön triggern, ne? Und beziehungsweise ist ja durch diese Überlastung ja erst gekommen. Würde ich also nicht sauber machen und staubsaugen, hätte ich das gar nicht bekommen. Ja? Das ist nicht vom Training, das ist zusätzlich durch die Arbeit. Da ich aber auf Arbeit saugen muss, ja, muss ich halt mein Training irgendwie daran anpassen. Und deswegen habe ich letzte Woche Armtraining weggelassen, damit sich das erstmal so ein bisschen erholt. Mache jetzt auch ein paar Übungen. Für den Schmerzpunkt und seitdem ich das mache, ist es auch besser geworden. Ich habe heute im Training davon nichts gemerkt. Ich habe mich heute wieder an Bizeps und Trizeps rangetastet, habe aber beim Bizeps jetzt keine Mario-Rap-Style mehr gemacht, weil dieses extreme zum Muskelversagen gehen würde halt diesen Schmerz auch wieder triggern, weil die Spannung im Unterarm extrem stark wird. Und was auch ein Problem ist, ist alles, was mit Kurzhanteln ist. Egal, ob es unilateral ist oder ob ich es gleichzeitig mache, ist ein Riesenproblem. Weil es auch den Unterarm zu sehr unter Spannung bringt, den Muskel hier, ne? Den Unterarmmuskel. Also habe ich mich dazu entschieden, am Kabelturm mal mit dieser glatten Stange, vor allem mit dieser geraden Stange, einfach ganz normale Curls auszuprobieren. Weil ich die damals im Home Gym, als ich das Problem links hatte, auch gemacht habe, alternativ. Siehe da, kein Schmerz. Alles super. Trizeps mache ich jetzt auch vorsichtshalber erstmal nur diese, ja, die Kickbacks am Kabelturm halt. Und anstatt die Skull Crusher. Weil bei den Skull Crushern ist auch der Ellbogen in einer sehr ungünstigen Position bei mir. Also mal tut's weh, mal nicht. Mal habe ich das Gefühl, die Sehne springt da hin und her, mal nicht. Deswegen mache ich da vorsichtshalber jetzt auch erstmal diese Kickback-Dinger. Hauptsache, wir machen wieder was für die beiden Muskeln und dann ist gut. Ja. Ich werde es erstmal so weiterverfahren und entweder change ich irgendwann wieder auf die normalen Übungen, die im Plan sind, oder halt nicht. Ja. Ja. Ansonsten. Alle supi. Ich habe Riesenhunger, ich muss essen. Es ist spät, ich bin immer noch müde. Ja. In diesem Sinne, Leute, das war's für die Woche. Nee, das war's noch nicht für die Woche, Bro. Fehlt ja noch Einheit 4. Das heißt, wir sehen uns morgen. Morgen geht's in Einheit 4 und ich werde am Tage fahren, weil ich ja echt um die Zeit mittlerweile auch schon Parkplatzprobleme kriege. Und
weil es auch wirklich besser ist, gerade jetzt so aktuell das Training direkt nach dem Aufstehen zu machen, weil dann kann mir nichts mehr in die Quere kommen, was es sabotiert. Das heißt, wir sehen uns morgen Nachmittag wieder im Gym. Das ist dann in 1, 2, 3. Ja, willkommen zurück in Tag 4, der heute an diesem Samstag stattfand. Ich habe 12 Stunden geschlafen, was aber echt gut getan hat, weil tatsächlich habe ich von der Trainingseinheit von dem Tag davor überhaupt nichts gemerkt. Auch von den Einheiten davor, von der Nachtschicht, ich habe nichts davon gemerkt. Keine Ermüdung, gar nichts. Richtig wild. Ich habe einfach 12 Stunden geschlafen und war wie frisch geboren. Richtig nice. Ja, leider kam ich doch erst relativ spät wieder ins Training, aber war dann schon dunkel. Aber egal, das war auf jeden Fall eine gute Sache mit dem Schlaf. Hier sehen wir das Topset beim Heben. 115 auf 3. Ich war ein bisschen scheiße drauf und habe das einfach in den Lift gesteckt. Dadurch habe ich einfach ein bisschen mehr geballert, als ich es üblicherweise tue. Ich halte mich ja manchmal echt ein bisschen zurück, so, ne? Gerade aktuell, wo ich das so mit den Nachtschichten, mit der Ermüdung noch gar nicht so richtig irgendwie einschätzen kann, was wirklich geht und was wirklich noch regenerierbar ist letztendlich. Aber heute wurde geballert. Dann gab es danach 110 auf dem Single zweimal. Und dann im Back-Off 105 Kilo auf 5 Reps. Richtig nice. Und die waren echt gut. Also, das wird jetzt immer mehr auf viele Reps. Ne? Das ist richtig geil. Und tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, war heute endlich mal ein Tag, wo sich der Deadlift nicht mehr so schwer angefühlt hat, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Nach der ganzen Woche und nachdem ich ja fast eigentlich 3 Tage am Stück trainiert habe, richtig geiler Scheiß. Weil tatsächlich war es so, dass ich die Einheit vom Mittwoch, die hat sich so in den Donnerstag rein überschnitten. Das heißt, eigentlich habe ich 3 Tage am Stück trainiert, wenn man so will. Dadurch, dass ich aber zwischen Einheit 2 und 3 zweimal geschlafen habe und auch fast 24 Stunden Pause dazwischen hatte, war es fast, als hätte ich als hätte ich dazwischen einen Tag Pause gehabt. Also, aber hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die vierte Einheit jetzt hinten raus nochmal so geil läuft. Also ich war richtig erstaunt, ne? Muss aber sagen, ich habe auch gestern gut gegessen. Hier jetzt Tempobank drücken. Ein Single mit 52,5. Sollte eine RIA 2,0 werden. Spannung war super. Tempo war auch super. Fühlte sich für mich auch wie eine 2,0 an. Aber sind wir ehrlich, 55 wären auch schon gegangen. Ja, und dann habe ich mich zu meinem Ramp-Up zur RIA 3,0 hingearbeitet. Habe erstmal 47,5 genommen auf dem Dribble. War allerdings noch zu leicht. Also bin ich dann hoch auf 50 Kilo auf dem Dribble. So, Freunde, die Woche ist durchgespielt, Training ist durch. Alles dazu gab es jetzt schon im Voice-Over. Ich bin raus, wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich muss jetzt noch vorkochen, essen und dieses Video noch schneiden, Bro. Weil morgen fahre ich zur Familie und ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Schlafen sonst. Ich muss das heute noch alles irgendwie auf die Kette kriegen. In diesem Sinne, ich bin raus, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Ich bitte immer nie drum. Ich vergesse das immer. Ich bin so ein schlechter Influencer. Also sehr, 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 sehr gerne bitte dieses Video liken, kommentieren, dass unser Algorithmus hier mal ein bisschen gerankt wird. Ja, gebt mir mal ein bisschen Liebe und supportet mich in diesem Sinne. Ich bin raus.